Moin, ich bin Tillmann von der Radlbande. Ich bin hier auf der Eurobike 2021 am Stand von Winter Cargo Bikes, einem dänischen Hersteller, der sich auf Dreiräder spezialisiert hat, auf sehr, sehr besondere Dreiräder. Und Helle hier wird uns mal alles darüber erzählen. Die Firma Winter, wir sind eine dänische Familienfirma seit 1932. Wir machen Dreiräder und Fahrräder für Kindergärten und Schulen. Und da haben wir uns auch spezialisiert, Familienlastenräder zu machen. Wenn wir die Familienlastenräder machen, dann haben wir so drei Hauptkategorien, woran wir fokussieren. Der eine ist Sicherheit für die Kinder drinnen und der Fahrer. Der andere ist Qualität und dann auch noch die Fahreigenschaften. Sicherheit ist jetzt für uns sehr wichtig. Und wir machen ja die Dreiräder, es gibt Dreiräder dran. Für uns alle unsere Modelle sind mit hydraulischen Scheibenbremsen ausgerüstet. Das heißt, es ist sehr wichtig, die Bremsen in Ordnung sind, weil wenn man bremst und es schief bremst, dann kann es ja in den Verkehr raussuchen. So gute Bremsen sind sehr wichtig für die Sicherheit. Und dann haben wir auch in Konstruktion her vom Rahmen eine extra Sicherheit eingebaut, damit im Falle von der Koalition, dass die Kinder drinnen sehr gut, heißt es, beschützt? Beschützt sind, ja. Und auch noch haben wir diesen Überrollbügel, das ist für uns sehr wichtig, mit im Design eingebaut. Die sind nicht nur darum, die Hoodtop oder Kalesche zu halten, aber auch eigentlich, um den Köpfen zu stützen, ja. Und auch noch, wenn die Kinder reinklettern, dann ist es auch stark genug, damit man eigentlich hier festhalten kann. Hier im Kabine, da sieht man dann unsere Sitzen. Die können ja ganz verschieden ausgestattet werden, aber hier haben wir einen Sitz. Und wenn man sieht, es ist ziemlich hoch und das ist eigentlich um die Nacken zu beschützen. Das ist sehr wichtig für den Verkehrssicherheit. Und die sind auch noch mit 5-Punkt-Gurte ausgestattet, damit die Kinder die absolut besten Sicherheit haben. Dann haben wir auch eine sehr robuste Wanne hier und es ist so vom Design her gemacht mit runden Ecken. Wenn man etwas entgegenfährt, dann wird man nicht hängen bleiben. Natürlich sind unsere Dreiräder alle mit Reflektoren und so weiter ausgestattet, das ist auch sehr wichtig. Sowohl an der Wanne, an der Rahmen, wie auch an den Rädern und so weiter. Wir haben jetzt auch auf diesem Messe eine ganze neue Lösung, wie heißt das auf Deutsch, präsentiert. Ja, das ist unsere Isofix-Lösung. Das heißt, wir können jetzt ein Isofix, wie heißt es, die verschiedene Babyschalen für den ganz kleinen Kindern können hier reingesteckt werden, egal welche Marke. Und das heißt, ich zeige es mal, wie das funktioniert. Die ganz kleinen Babyschalen von 0 bis 9 Kilo und 9 bis 18 Kilo, die kommen ja immer mit so einer Base hier, wo man das hier hat. Und das wird ja normalerweise im Auto reingesteckt, ja? Das haben wir so entwickelt, einen Rahmen hier, wo wir die Isofix-Punkte da haben. Ja? Und dann tut man einfach so, man klickt es hier rein, klick, klick, reinschieben, dann sind diesen grün, dann machen wir diesen hier, damit es gefestigt worden ist. Man nimmt die Babyschale und einfach, kleinen Moment, klicken, dann sieht man hier unten, das ist auch noch grün, so jetzt ist die Sicherheit in Ordnung da. Festgeschnallt, ja. Dann, wenn es zur Qualität kommt, machen wir immer sicher, gute Komponenten zu benutzen, woran wir uns vertrauen. Das heißt, wir haben Schwalbe-Räder, wir haben Shimano-Motoren, wir haben Tektro-Bremsen, also Komponenten, woran wir immer gute Erfahrungen haben, damit, um die Qualität sicher zu haben. Und darüber hinaus machen wir sicher alle unsere Dreiräder. Wir bauen ja die in Dänemark. Die werden in Dänemark gebaut und jedes Rad machen wir eine Probefahrt, bevor wir das reinpacken lassen und an den Kunde kommen können. Und das ist einfach, um die Sicherheit wirklich sicherzustellen. Sicherheit und Qualität, ja. Wir haben ja diesen drei verschiedene Familienlastenräder im Sortiment.
Und das hier ist unser Kangaroo Lux. Das ist unser Rolls-Royce Modell. Es hat sehr viele, natürlich die immer wichtigen mit dem Sicherheit und Qualität und so weiter, aber dazu kommen auch sehr schöne, Funktionen und Features. Der wichtigste, denke ich, ist die Federung, die jetzt hier eingebaut ist im Rahmen, hier unten die Elastomerteil. So, es gibt extra, extra Federung für die Kinder und deren Rücken. Die Sitzen sind auch ein bisschen anders hier. Hier haben wir diese Netzsitzen. Da ist eigentlich auch ein bisschen drin eine Art von Federung, ja. Und es ist so gemacht, sehr flexibel. Es gibt hier drei Schienen und die Sitzen können rein und raus umgekehrt werden, wenn man ein Kleinkind hat, die eigentlich gerne die Mutter sehen möchte oder der Vater. Man kann auch, wenn es nur beim einen Kind da ist, kann man das hier beiden raus und dann die eine in der Mitte stecken. Da hat man auch die bessere Ebengewicht. Man hat auch die Kalesche mit Fenster und so weiter. Also es gibt alle die wichtigen Must-Have-Features und dann auch dazu Nice-to-Have-Features. Ja. Ja. Wie zum Beispiel auch hier hinten hat man eine extra Tasche, wo man dann seine Getränke oder Geldbeutel oder sowas haben kann. Wir haben hier ein bisschen anderes Steuer, woran man mehr flexible Möglichkeiten hat. Wir haben ja den Kangaroo Lux, das haben wir auch als ein Kangaroo Light. Es hat alle die gute, wichtige Sachen vom Kangaroo Lux, aber die Extras sind nicht dran, damit preismäßig ist ein bisschen mehr Value for Money eine gute Lösung auch noch. Und dann haben wir den Kangaroo da, ja. Die Box ist ein bisschen anders vom Design her. Gute Detail für unser Lux-Modell ist eigentlich, dass wir hier das eingebaut hat, die Fingerschutz. Also die Räder sind eigentlich hinter die Wanne, damit die kleinen Kinder nicht ihren Fingern fest im Rad bekommen. Ja. Wenn es zum Fahreigenschaften kommt, und das gilt eigentlich von allen unseren Modellen, da haben wir es so gemacht, dass die Rahmen sich in der Kurve reinbiegt, sagt man so, in der Kurve reinbiegt, ja. So man kriegt ein viel mehr so ein Gefühl, wenn man das Rad fährt, dass es eigentlich angenehm ist und dass es mehr natürlich ist. Man muss sich immer daran gewöhnen, drei Räder zu fahren, ist nicht gleich wie ein Zweirad zu fahren. Aber wenn man das Gefühl hat und man sich daran vertrauen, dann wegen diesen Abneigung oder wie heißt, dann wird es mehr natürlich, da fühlt man sich mehr natürlich. Also die tiefe Reinsteigerung ist auch sehr wichtig. Und dann ist das Gewicht von unserem Dreirad eigentlich sehr niedrig. Also bei allen unseren Lastenrädern, da kann man die Kabine mit 100 Kilo, es kann mit 100 Kilo belastet werden, ja. Es ist so befestigt, ich zeig's mal. Es ist so befestigt durch Schnellspanner. Hier, zwei Schnellspanner. Dann das losmachen und dann hier hinten auch noch. Wie das hier. Und jetzt. Und wieder fest. Dazu kommt auch noch diese Einstellung hier, wenn das Kind schlafen braucht oder möchte, dann kann man das ja weiter runter machen, aber man kann das auch einstellen, damit er sitzen kann, ja. Dann macht man das hier so und das hier so. Und natürlich immer nicht vergessen, diesen wieder festzuspannen, ja. So, es ist eigentlich sehr flexibel, diese Lösung, die es hier in unserem Kangaroo Lux ist. Wenn die Kinder jetzt älter sind, kann man das natürlich rausnehmen auch und hat man ja auch viel Platz, um Sachen mitzutransportieren. Wofür ist es gedacht? Ja, also welche Familien? Ich würde sagen, es ist die Familie, die eigentlich ein Rad haben möchte, wo man das jeden Tag gern benutzt und wo man eigentlich, also weil man kriegt hier, wir sind ja nicht der günstiges im Markt, wir versuchen aber der sicher und besser Qualität zu sein. Also das ist ein Teil unserer Familie, das ist ein Teil der Familie. Es wird ein Teil der Familie, ja. Ja, wir haben mehr von unseren Kunden, die haben sogar deren Kangaroo-Bike einen Namen gegeben, weil es ist ein Teil der Familie. Wir haben unser Slogan hier, Your next car is a cargo bike. Und das ist eigentlich, weil wir denken oder glauben daran, wirklich, your next car is a cargo bike, weil man kann sehr viel, ein gutes Lebensstil und
und gute Freude damit haben. Und es ist auch oft eine gute Alternative zum dem Auto im Stau hängen bleiben, mit dem, wie heißt es, öffentlichen Verkehr, also eine gute Alternative. Also wir haben ja davon gesprochen, wie man sich damit fährt. Und ich denke, das mit dem Neigerung hier sieht man, wenn man sich dann traut, dann ist es eigentlich ganz angenehm. Man kommt hier rein in die Kurve. Und man hat mit diesen Steuerungen sehr viele verschiedene Möglichkeiten, sich so rumzufahren. Ja. Volle Latte. Natürlich. Das ist so. Es lässt sich auf jeden Fall sehr einfach kontrollieren. Super. Und die Federung bei diesen kleinen Schlaglöchern, die macht echt einen guten Job. Normalerweise ist man das von Dreirädern mit Drehschemelenkung so gewöhnt, dass es rumpelt, wenn man irgendwo rüberfährt. Das ist hier echt angenehm. Und ich glaube, wenn da zwei Kinder drin sitzen, dann ist es noch viel angenehmer. Ja, vielen Dank, Helle, dass du uns mal die Räder gezeigt hast, mir und meinen Zuschauern. Und danke auch für die kurze Fahrt. Aber wo kann man denn Winterbikes finden? Ja, das findet man, wenn man auf unsere Webseite geht und unter www.winterbikes.com, unter Find Dealer, und da geht man rein und unter Germany, dann sieht man alle unsere Händler in Deutschland. Ja. Also ganz einfach, ich verlinke euch das auch auf jeden Fall nochmal unten in der Videobeschreibung. Ja, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen zu Winterbikes oder zu diesem Video habt, dann schreibt es unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt. Wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radlbahne das nächste Mal auf Tour ist und für viel mehr Eurobike-Content, abonniert den Kanal. Genau, ja. So ist es. Also, tschüss, bis dann. Tschüss.